So, herzlich willkommen zur Vortragsreihe Games und Geschichte an der Uni Oldenburg. Mein Name ist Lukas Hasis. Ich bin Postdoc an der Uni Oldenburg und hoste diese Vortragsreihe. Nicht zuletzt auch als Mitglied unseres Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Ich darf heute begrüßen und ich freue mich sehr darüber, Anna Clara Falke und Lukas Boch von Board Game Historian. Also es geht heute um analoge Spiele, es geht um Brettspiele. Das ist ein tolles Finale, habe ich eben schon gesagt. Das ist ein tolles Finale für die Vortragsreihe, die mir insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es ist jetzt nochmal toll da am Ende, dass ich euch da beide dabei habe. Also herzlich willkommen. Wie ihr wisst, bin ich seit langem ein großer Fan eurer Arbeit und deswegen freut es mich sehr, dass es mit der Session jetzt auch geklappt hat, in der es über Brettspiele und Klosterkultur gehen wird. Für meine Studierenden, das will ich dazu sagen, nicht zuletzt deswegen spannend, weil in meinem Seminar in Oldenburg auch Spiele entwickelt werden. Also die Studierenden können Spiele entwickeln und viele der Studierenden tatsächlich sich für analoge Spiele, Brettspiele, Pen and Paper aber auch entschieden haben. Also sehr spannend. Ein bisschen Info zu euch beiden. Anna Clara Falke promoviert in klassischer Archäologie zum Thema antike Brücken im Vorderen Orient und arbeitet bei der Altertumskommission für Westfalen, vorher beim Bibelmuseum der Uni Münster. Lukas Boch arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster, ist zudem mitverantwortlich für die Website Mittelalter Digital und die dazugehörige Online-Zeitschrift. In seiner Promotion forscht er über, und der Titel ist länger als Ist aber auch ein Arbeitstitel. das Mittelalter auf dem Brett, Konstruktion von Mittelalterbildern im modernen Brettspiel als Teil populärer Kirchengeschichtskulturen. Ihr beide seid, wie ich auch, im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, auch mit analogen Spielen möglich, gerne dazukommen. Aber ihr wart oder seid dort auch noch im Vorstand. Heute jedoch seid ihr noch einer weiteren zentralen Funktion hier, nämlich als auch Gründungsmitglieder des Projekts Board Game Historian, das das Ziel verfolgt, Deutschland zum nachhaltigen Forschungsstandort zu analogen Spielen zu machen. Und ihr sagt zwar immer, ihr werdet ein gutes Stück vorangekommen, aber ich will doch schon ein Stückchen weitergehen. Ich verfolge die Arbeit ja schon einige Zeit und ihr habt in den letzten Jahren wirklich nicht nur Pionierarbeit geleistet, sondern seid meines Erachtens schon einen guten Schritt weiter. National und international habt ihr euch einen Namen gemacht und eure Arbeit und auch die Forschung in Deutschland mit einem großen Pin, kann man sagen, auf die Landkarte der internationalen Spieleforschung auch gesetzt. Letztes Jahr gab es von euch durch euch den ersten Research Day Brettspielforschung in Deutschland auf der Spiel 22. Ebenfalls will ich verweisen auf die tolle Ausstellung jetzt. Mönch, ärgere dich nicht. Pierische Nonnen, trinkfeste Brüder und geheimnisvolle Klöster im Museum Abtei Lisborn. Hören wir gleich noch mehr zu. Die auch zeigt eben, wie ihr die Öffentlichkeit ansprecht und auch Public History betreibt. Board Game Historian mit dem dazugehörigen Blog. Er konnte sich in 2 Jahren, wie du geschrieben hast, gerade in der Rundmail, als größte Vernetzungsplattform für analoge Spieleforschung in Deutschland etablieren. Gerade auch ein kurzer Jahresrückblick auf den Blog veröffentlicht. Ich poste das gleich im Chat auch noch rein. Ihr wart auch schon im Fernsehen, WDR. Es gab viele Radiobeiträge, Podcasts, Roundtable, an dem ich auch mitwirken durfte, unter anderem. Und Also eigentlich können wir jetzt auch aufhören, ne? Weil also jetzt haben wir ja quasi alles und eigentlich genau. Jetzt brauchen wir nur noch Geld. Geld wäre ja, gut. das fehlt. Das fehlt ja immer. Aber es zeigt, ich habe ja gesagt, ich habe eine längere Anmoderation. Das kennt man ja von mir. Ich muss immer so erzählen. Also, es zeigt auf jeden Fall, dass Interesse für Brettspiel, für analoge Spiele da ist und für die Erforschung. Und ihr habt das dem Thema zu einer Plattform schon verholfen, ein tolles Netzwerk auch aufgebaut. Und ich bin schon gespannt, was jetzt dieses Jahr passiert und auch die nächsten Jahre noch weiter passieren wird. Für heute bin ich aber erstmal gespannt auf den Impuls von euch beiden, der die Forschung wie immer plastisch veranschaulichen wird, zum Thema Geschichte auf dem Brett, Klosterkultur im modernen Brettspiel. Und damit habe ich jetzt aber auch genug geredet. Also viel Spaß uns und nun zu euch. Vielen Dank für die nette Einführung. Lukas startet direkt einmal die Präsentation. Direkt so. Genau. Ja, unser kurzer Impulsvortrag geht eben, heißt Geschichten auf dem Brett, Klosterkultur im modernen Brettspiel. Und dann, wenn du einmal weitermachst, würde ich einmal ganz kurz nur unsere Gliederung vorstellen, damit ihr einfach eine Idee davon habt, worum es gleich gehen wird. Lukas fängt damit an, erstmal generell etwas zu Brettspielen als Untersuchungsgegenstand von HistorikerInnen zu sagen, warum das überhaupt relevant oder interessant ist, welche Berechtigung das hat. Dann wird er etwas zur Geschichte in Brettspielen sagen, nämlich was es dort für mögliche Untersuchungspunkte gibt. Das wird sich auch relativ viel mit digitalen Spielen überschneiden, wo ja schon viel in dieser Vortragsreihe zu gemacht wurde, aber eben auch nochmal das Brettspiel als eigenes Medium mit seinen Spezifika etwas genauer vorgestellt werden unter bestimmten Fragestellungen. Dann werde ich noch etwas sagen zu dem Einsatz von Brettspielen im Museum, da eben sowohl in meiner Arbeit im Bibelmuseum Münster als auch eben
mit Lukas zusammen haben wir verschiedene Ausstellungen kuratiert. Und eben als ein Beispiel werden wir etwas genauer auf die Ausstellung Mönch ärgere dich nicht, kriegerische Nonnen, trinkfeste Brüder und geheimnisvolle Klöster im Spiel eingehen. Und je nachdem, wie viel Zeit dann noch ist, werden wir noch ein paar kurze allgemeine Sachen zu unserem Projekt sagen. Also wir werden es versuchen, es nicht zu lange zu machen. Also wirklich. Ja, dann genau, vielen Dank nochmal von mir an dich, Lukas. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie das nicht schon 100.000 Mal hier im Seminar durchgekaut hat, aber ich finde es trotzdem immer wichtig, nochmal darauf zu verweisen, warum zur Hölle beschäftigen wir uns als seriöse HistorikerInnen mit Games, analogen wie auch digitalen Spielen. Und ich persönlich bin ja am Seminar für Historische Theologie und ihre Didaktik an der Uni Münster. Und Münster, das wissen vielleicht einige, ist quasi so ein Leuchtturm im Bereich der Geschichtskultur. So, und ne, wenn wir jetzt behaupten würden, dass Brettspiele quasi Geschichte falsch darstellen, dass es sich lediglich um eine Freizeitbeschäftigung handelt und dass die AutorInnen in seltenen Fällen selbst Historiker sind. Ich freue mich gerade sehr, dass die beiden Gründer von Apex jenen Spieler auch hier sind. Sind, glaube ich, auch keine Historiker, haben aber ein Spiel entwickelt, was auch mich sehr interessiert. Aber selbst wenn all diese Dinge quasi korrekt wären, hätten wir immer noch ein großes Einfallstor als Historiker. Und das ist eben die Geschichtskultur. Ich weiß nicht, Lukas, habt ihr Geschichtskultur eigentlich hier schon ausführlich behandelt? Sonst. Mach ruhig. Okay, dann mache ich einfach nochmal. Also, Geschichtskultur ist nämlich etwas sehr Schönes oder was Tolles für uns. Es geht im Endeffekt um die Anwesenheit von der Vergangenheit in der Gegenwart. Und Jürgen Riesen ist quasi der, ja, dem dieses Konzept mehr oder weniger, der das Konzept sehr stark geprägt hat in den 70er Jahren. Und Geschichtskultur ist quasi die praktisch wirksame Artikulation von Geschichtsbewusstsein im Leben einer Gesellschaft. Das klingt ein bisschen sperrig. Im Endeffekt trägt es aber nur dem Faktor Rechnung, dass quasi unsere Vorstellungen von der Vergangenheit nicht nur von universitären Veranstaltungen, von der Schule geprägt werden, sondern vor allem auch von Erzeugnissen der Populärkultur. Weil es ist ganz klar, mit den Dingen, mit denen wir uns viel beschäftigen, das ist eben nicht die Schule, also jetzt auf die gesamte Lebenszeit gesehen und auch nicht das Lesen von 600 Seiten wissenschaftlichen Arbeiten. Das würden wir Doktoranden uns natürlich wünschen, dass das immer passiert, aber das ist die Seltenheit. Das heißt, wenn wir uns als Historiker wirklich damit beschäftigen wollen, wie eigentlich unsere Forschung von der Vergangenheit entsteht, müssen wir uns eigentlich auch mit populärkulturellen, Produkten auseinandersetzen. Und hier sind eben Brettspiele auch ein Teil davon, aber eben ein Teil, der bis jetzt noch kaum oder sehr, sehr wenig behandelt wurde. Generell, ganz kurz noch Geschichtskultur, das ist eine Theorie, bei der noch sehr, sehr viel empirische Arbeit notwendig ist. Also es gibt sehr wenig Forschung, die wirklich jetzt erfassen können, wie denn ein bestimmtes Produkt unsere Vorstellung von der Vergangenheit beeinflusst. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Wenn ich jetzt easy quasi ein Spiel spielen lasse, kann ich nicht in Prozenten nachher ausdrücken, wie stark sich ihr Geschichtsbild beeinflusst hat. Aber trotz all dem ist das, wo noch viel empirische Arbeit einfach notwendig ist. So, jetzt gucke ich mal. Ich muss, glaube ich, mal klicken. So. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen was mitgebracht. Ich bin ja irgendwie Mittelalterhistoriker und da gibt es eben noch den Medievalism, also die Mittelalterforschung gerade in angloamerikanischen Sprachen ist da schon sehr viel weiter. Also die kam quasi Medievalism geprägt und Leslie Workman hat halt konzentriert, dass Mittelalter alles das ist, was das Mittelalter konstruiert. Und dazu zählt eben sowas wie der Barbarossa-Kopf hier oben rechts, ist aktuell eine schöne Ausstellung in Münster dazu zu sehen, aber auch da unten der Pope-Simulator. Da können Sie auch schon sehen, der Pope hat da ganz schön viele Haremsdamen bei sich. Das heißt, verschiedene Art und Weisen, wie unsere Vorstellungen geprägt werden. So. Aber eben auch Brettspiele. Und eins davon ist Medieval Realms, ein wunderbares Beispiel, weil da steht zwar Mittelalter drauf, für mich ist es aber auf jeden Fall frühe Neuzeit. Das wäre mal witzig, mit zusammen zu spielen, Lukas, was du davon halten würdest. Aber wie ich Ihnen jetzt nachher versuchen werde, nochmal nahe zu bringen, ist es eben dann Mittelalter, wenn die Leute Mittelalter in dem Spiel erkennen. Deswegen passt das unter Umständen doch auch ganz gut. Relevanz von Brettspielen. Vielleicht wissen es einige von Ihnen gar nicht, aber Deutschland ist Brettspielnation. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Spiele in Essen. 2019, vor der Pandemie, konnten 200.000 BesucherInnen aus der ganzen Welt kamen eben nach Essen, um dort ihrem Hobby zu frönen. Es gibt jedes Jahr 1.500 Neuerscheinungen. Sie sehen auch hier durchaus ein Problem für meinen Korpus an Spielen, den ich zu behandeln habe. Und mittlerweile gibt es auch Eventveranstaltungen, wie ein Educator's Day, den es ja 2019 gibt, aber auch den Research Day, den wir eben letztes Jahr erstmalig durchführen konnten. Und was ich jetzt so von der neuen Leiterin des Spiels gehört habe, soll wohl mehr Eventcharakter auch noch zu Spiel hinzukommen.
Also deswegen auch nochmal, eben weil Brettspiele gerade in Deutschland auch eine hohe Verbreitung haben, lohnt es sich nochmal mehr als Historiker darauf zu schauen, denn man müsste natürlich überlegen, was weiß ich, wenn kein Mensch Brettspiele spielen würde, wäre eben die Relevanz vielleicht auch nochmal ein bisschen geringer, aber das ist hier in Deutschland eben definitiv nicht gegeben. Man verdient auch Geld mit Brettspielen, sogar immer mehr, gerade auch während der Pandemie. Es gibt immer zwei Zeitungsartikel, die ich hier gerne zeige. Einmal Brettspiele boomen in der Pandemie. Besser finde ich aber noch Gesellschaftsspiele statt Partys. So endlich. Deswegen konnten die Gesellschaftsspiele einen Durchbruch erreichen, weil keine Partys gefeiert wurden. Ich glaube zwar auch, dass man beides tun kann, aber... So. Und das ist eben auch nochmal sehr spannend für uns. In Brettspielen gibt es sehr, sehr viele Spiele, die ein historisches Setting haben. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, geguckt. Über die Hälfte der Spiele, die im Zeitraum von 2010 bis 2020 nominiert wurden für den Spiel des Jahrespreises, waren eben Spiele mit einem historischen Setting oder mit einer Verbindung zur Vergangenheit. Und die kann ganz wechselseitig ausfüllen. Wir können wirklich tatsächliche Vergangenheit, wie Philosophia, der Spiel weiß, also spielt ja eine sehr, versuchen ein akkurates Bild der Geschichte zu zeigen, bis hin zu so Spielen wie Devil with the Devil, wo halt definitiv auch ein Fantasy-Charakter drin ist. Aber interessanterweise ist dieses Spiel unter Umständen, kann uns mehr über die Vergangenheit erzählen, als ein Spiel, was ja den Anspruch hat, etwas wirklich korrekt darzustellen. Ja, aber was sucht denn Geschichte jetzt an den Brettspielen? Also warum entscheiden sich zum Beispiel die Kollegen von Apex Ideen Schmiede vielleicht irgendwie so ein bisschen historisches Setting mit reinzunehmen? Und das sind jetzt alles so Thesen, die ich aufstelle. Ein Beispiel, klar, Interesse. Ne? Also ein Autor interessiert sich für Geschichte, deswegen nutzt er das im Spiel. Da ist bei Brettspielen vielleicht noch ganz spannend, dass im Gegensatz zu digitalen Spielen, wo wir ja mit AAA-Titeln wie Assassin's Creed riesige Teams dran haben, also was weiß ich, viele Entwickler daran arbeiten, wir bei Brettspielen doch eine überschaubare Anzahl an Personen haben, die an diesem Spiel mitarbeiten. Das heißt, der eigene Antrieb ist vielleicht hier nochmal wichtiger als bei digitalen Spielen. History sells, auch ein wichtiger Punkt. Geschichte verkauft sich einfach gut, das interessiert Leute immer noch. Dann Bequemlichkeit, das möchte ich gar nicht negativ werten, aber stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Spiel entwickeln und wollen etwas vollkommen Neues erschaffen. Das ist super anstrengend. Geschichte bietet eine Vielzahl an Motiven, an Geschichten, an Personen, die Sie nutzen können und das auch noch ohne starke Gebühren zahlen zu müssen, wie bei Harry Potter zum Beispiel. Lizenzgebühren, genau. Und das vierte sind eben die Educational oder Serious Games. Das ist für uns als Historiker halt nochmal besonders spannend, also Spiele, die wirklich den Anspruch verfolgen, Geschichte näher zu bringen. Die sind natürlich immer ein bisschen gefährlich, weil sobald Menschen merken, dass das Spiel etwas vor allem vermitteln soll, dann macht das ganz schnell auch keinen Spaß mehr. Das heißt, das ist so die Königsdisziplin, würde ich fast sagen. Also, dass man beim Spielen Spaß hat und dabei am besten noch was lernt. So. Unsere Konsequenz, also das gilt für Boardgame History als Ganzes, wenn wir uns mit Spielen beschäftigen, geht es uns nicht vorsätzlich um die Frage nach richtig oder falsch. Das ist also bis zu einem gewissen Grad langweilig. Also wenn wir nur gucken würden, ist die Rüstung da richtig dargestellt oder Speer, ist es nie. Überraschung. Geschichte ist immer eine Art von Konstruktion. Deswegen steht für uns vor allem das Narrativ im Mittelpunkt. Die Frage nach Authentizität. Felix Zimmermann hat hier viel zu gemacht. Sein Buch erscheint bald. Also wie schaffen es eigentlich AutorInnen, eine Atmosphäre zu erzeugen, die für die Rezipientin als mittelalterlich, als historisch wahrgenommen wird? Und das ist eben genau das, was bei uns eigentlich im Mittelpunkt steht. Daher auch die Frage, welche Vorbilder nutzen eigentlich die AutorInnen, um ein Geschichtsbild in ihren Spielen zu konstruieren. Ich mache das Ganze jetzt mal im Mittelalter, weil es natürlich mein Leib- und Magenthema ist. Welche Bilder vom Mittelalter finden sich denn überhaupt im Brettspielen? Und es gibt da auch wieder eine sehr schöne Theorie, die ich gerne immer wieder anwende, und zwar der Gerhard Oechsle spricht vom geteilten Mittelalter. Und er sagt quasi, zusammengefasst im Gegenwartsdenken, ist das Mittelalter in zwei Arten Präsenz. Einmal gibt es das dunkle, finstere Mittelalter und auf der anderen Seite eine Zeit, zu der man sich zurücksehnt. All diese Vorstellungen sind immer von der Gegenwart gedacht. Und so simpel sich das anhört, so hilfreich ist es aber tatsächlich. Und deswegen möchte ich mal schauen, ob man das auf Brettspielen nicht auch anwenden kann. Und tatsächlich gibt es Spiele, die ganz klar in diesen Stereotyp des finsteren Mittelalters zählen. Und hier ist Zombicide Black Plague, vielleicht eines der besten Beispiele. Wir kämpfen als Helden gegen eine zombie-verseuchte mittelalterliche Welt. Jetzt denken Sie vielleicht, warum zeigt Ihnen Herr Boch ausgerechnet dieses Fantasy-Spiel? Das hat doch gar nichts mit Geschichte zu tun. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, hier rechts oben habe ich einen Ausschnitt aus der Anleitung mitgebracht. Tod, Unrecht, Kriege und Seuchen, das ist unser täglich Brot. Aber nichts konnte uns hierauf vorbereiten, Zombies. Das heißt, wenn wir die Zombies wegschneiden, haben wir immer noch ein ganz klares Bild vom Mittelalter und das ist kein schönes. Also es ist dreckig, brutal, rückständig und das Recht des Stärkeren herrscht vor.
Hier ist auch die Kirchengeschichte sehr wichtig, denn wenn ich Sie fragen würde, woran Sie denken, wenn Sie in die Kirche des Mittelalters denken, kommen vor allem wahrscheinlich Kreuzzüge, Hexerei, Inquisition, das sind so Stereotypen. Wir finden aber auch, kämpfen Nonnen, die sind ganz nett, also die sind besonders effektiv, vor allem im Kampf gegen Zombies, aber da wird Anna Falke nachher noch mehr zu erzählen. Das andere Bild, was für mich fast noch interessanter ist, ist die Romantik des Mittelalters. Also kennen wir alle aus dem 19. Jahrhundert, das da bereits seinen Anfang genommen hat. Hier wird das Mittelalter als ein Ort der Sehnsucht konstruiert. Eine Zeit, in der noch alles seinen Platz hatte. Und hier wird es auch schon wieder so ein bisschen gefährlich, denn es ist bei weitem nicht so, dass das Mittelalter ein erkalteter Erinnerungsort ist, wie einige Medievisten auch proklamieren. Also das Mittelalter wird auch gerade von Neurechten als eine Zeit proklamiert, wo quasi alles noch seinen Platz hatte. So, da waren eben Frauen und Männer noch Männer. Und das war auch recht einfach. Mehr gab es auch nicht. Und das kann unter Umständen auch ein bisschen gefährlich werden. Ansonsten ist es auch einfach eine Möglichkeit, sich aus der aktuellen, vielleicht komplizierteren Zeit zu fliehen. Ich möchte ein Bild noch zeigen, hier Glory, a Game of Knights, ein tolles Spiel. Da kann man zum Beispiel Frauen sammeln. Finde ich ganz witzig. Also eine ritterliche Tugend ist, also Siegespunkte können sammeln, indem sie möglichst viele Frauen zusammen holen. Das ist natürlich auch der Traum eines jeden Ritters. Und da über solche Dinge könnte man natürlich durchaus auch nochmal diskutieren. Ganz wichtiges Bild ist dieser Kollege hier, ich möchte gar nicht zu tief drauf eingehen, weil der Anna auch ein bisschen was zu erzählen wird, aber vielleicht einmal ganz kurz, woran denken Sie hier, wenn Sie diesen Herrn sehen? Kommt Ihnen vielleicht irgendein Name in den Kopf? Können gerne antworten. Brudertag. Ja, wunderbar. Genau, Brudertag, sehr schön. Danke, dass Sie mich nicht haben hängen lassen. Brudertag ist ganz wichtig. Ich glaube, der hat tatsächlich eine, wie sagt man dazu, ein Archetypus. Archetyp des biertrinkenden Mönchs Brudertag. Aber dazu wird Frau Falk gleich noch mehr erzählen. So, generell können wir also festhalten, wenn wir über Bilder des Mittelalters im Brettspielen sprechen, es gibt nicht das eine Bild. Es gibt viele verschiedene Bilder, alle haben ihren Platz. Und deswegen, müssen wir einfach schauen, welche Bilder tauchen auf und welche Bilder tauchen auch vermehrt auf. Also ich würde jetzt niemals sagen, dass ich mir nur ein Spiel angucke und deswegen so wie quasi das Mittelalter dargestellt, sondern es kommt darauf an, eine große Anzahl an Spielen zu vergleichen und dann quasi bestimmte Zielrichtungen festzustellen. So, jetzt kommen wir aber zu den Quellen der Geschichtsbilder. Das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde. Also wie können denn eigentlich in Spielen jetzt Atmosphären erzeugt werden? Wir haben ja einerseits historische Quellen. Ich bringe hier immer wieder, die meisten kennen es wahrscheinlich, das Beispiel von Orléans, Spiel des Jahres 2014. Und das Cover, was von Clemens Franz geschaltet wurde, rechts, ist eben eine definitive Anlehnung an den an diese mittelalterliche Illumination aus dem 13. Jahrhundert links. Nur eben ein bisschen freundlicher gemacht. Nicht ganz so starr, aber jeder erkennt direkt so irgendwie, das hat was mit mittelalterlichen Handschriften zu tun. Und genau das ist auch das, was die Kollegen im Endeffekt von der Apex Spieleschmiede gemacht haben. Auch da wird an diese Art der Illustration ein bisschen angeschlossen. Was ich aber spannender finde, fast noch, obwohl ich das gar nicht sagen darf eigentlich, ist die Frage nach der Rezeption der Populärkultur. Das wird bei digitalen Spielen bestimmt auch schon aufgefallen sein. Also es ist bei weitem nicht so, dass AutorInnen sich nur an historischen Dokumenten orientieren. Ich würde sogar fast sagen, das ist eher die Ausnahme, es ist ein Authentizitätsmarker. Aber viel häufiger haben wir es so, dass eine Rezeption der Rezeption geschieht. Jetzt sind Sie nochmal gefragt, es hat ja gerade schon gut funktioniert. Vielleicht oben rechts können Sie erkennen, aus welchem Medium diese... Und die Python, oder? Bitte? Ja, sehr schön. Das ist der Arthur aus... mir fällt der Film da nicht ein, aber das Monty Python. Ritter der Kokosnuss, aber absolut richtig. das ist Monty Pythons Ritter der Kokosnuss, ein sehr, sehr starker Topos auch. Den finden wir, ich habe schon 3 oder 4 Spiele gefunden, die da ganz direkt drauf referenzieren. Aber wieder spannend, der steht dann irgendwo. Ne? Also entweder Sie erkennen dieses Bild oder Sie kennen es nicht. Das heißt, hier sind wir wieder bei diesem kulturellen Gedächtnis und der Frage, welche Motive sind eben, oder von welchen Motiven gehen die Autoren aus, dass sie erkannt werden können. Und einmal noch ganz kurz unten links. Und dann sind sie auch erlöst. Erkennen Sie diesen grimmig dreinblickenden Franziskaner? Sean Connery. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Haben wir das auch? Also wunderbar, dass ich hatte schon mal eine medievistische Veranstaltung, wo es sehr lange gedauert hat. Das war nicht gut. Aber ja, Name der Rose wird auch von Falk gleich noch erzählen, ist ein unglaublich mächtiges Motiv. Hätte ich so auch nicht gedacht tatsächlich. So. Jetzt will ich Ihnen noch mal ganz kurz einen Einblick daran geben, wie das Mittelalter in Brettspielen überhaupt dargestellt werden kann. Das ist ja von meinem Diss sehr interessant. Also wenn ich jetzt so ein Spiel habe, wie analysiere ich das denn? Denn, also man könnte denken, ist ja ganz einfach, aber trotzdem muss ich irgendwie versuchen, das zu ordnen.
Und momentan arbeite ich an einer Drei-Sphären-Theorie, mehr oder weniger, die besteht aus Thema, Komponenten und Regelwerk. Also ist natürlich immer deutlich ausgereift, wenn man das, aber so erstmal als Überblick. Also Thema kann eben ganz verschieden sein. Wir können hier von Wirtschaft reden, von Religion, aber auch Krieg. Also im Endeffekt das Setting, in dem ein Spiel eingebettet ist. Das kann eben ganz vielfältig sein. Dann gibt es die Komponenten. Und die Komponenten wiederum haben natürlich eine Verbindung zum Setting, denn im besten Fall spiegeln diese Komponenten das Setting wieder. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Unten rechts haben wir Domus Domini. Das Cover ist sowieso immer ganz wunderbar. Ich würde das mit zur Komponente kann man sie zählen. Das wird hier für ein Narrativ vermittelt. Bei Domus Domini auch wieder ein eher fortschrittliches, freundliches Bild des Mittelalters. Interessant finde ich oben links die Karten aus dem Klosterspiel Die Abtei der Rätsel, Anna, oder? Müsste das sein? Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wie unangenehm. Das Geheimnis der Abtei, Entschuldigung. Sie erkennen, hier hat quasi der Autor tatsächlich mittelalterliche Werke mit reingenommen. Also es geht so ein bisschen darum in der Bibliothek und man findet hier das Hohelied Salomos oder die Summa Theologica, aber auch das Lachen des Aristoteles. Und auch da, wer den Namen der Rose kennt, bei dem wird es gerade klingeln. Das ist nämlich das Buch, wonach man quasi sucht. Also das beziehungsweise versteckt wird. Genau, und da gibt es eben noch Figuren, die man oben sehen kann. Auch das ist mit dem stärker werdenden 3D-Drucker immer häufiger zu finden. Also sehr detaillierte Figuren, die eben auch ein bestimmtes Geschichtsbild mit vermitteln können. Hier habe ich nochmal so einen Klosterplan. Und das dritte, aber vielleicht interessanteste, ist das Regelwerk. Also die Frage, schafft es, ne, Spiele sind ja Regelsysteme, die uns eine bestimmte Möglichkeit erlauben, also oder wie besser kann man es vielleicht ausdrücken, Spiele ermöglichen eine besondere Art des Spielens. Das finde ich immer ganz schön auszudrücken. Also durch ein Regelsystem haben Sie eine Möglichkeit, eine besondere Art des Spielens zu erleben. Und was wir jetzt bei Board Game Historian besonders interessant finden, ist, wenn quasi ein Regelsystem, Mechaniken mit dem Thema korrespondieren. Und deswegen habe ich diese Sphären auch extra überlappend gemacht. Also wie gesagt, eine Komponente könnte man so untersuchen, welche Beziehung hat die Komponente zum Thema und Beziehung hat die Komponente zum Regelwerk? Also was tut quasi die Komponente innerhalb des Spiels? Das ist jetzt ein bisschen abstrakt und wenn ich noch Zeit habe, Anna, was meinst du? Mach ich noch mal ganz kurz. Kann ich da einfach noch ganz kurz ergänzen. Das ist eben auch der große Punkt, den analoge Spiele von digitalen Spielen eben unterscheiden. Weil beim digitalen Spiel muss man das Regelwerk natürlich nicht verstehen. Man muss es nicht selber lesen, was man eben beim analogen Spiel schon machen muss. Beim digitalen Spiel übernimmt es ja einfach der Computer für einen. Und das würde ich einfach nochmal stark machen, dass hier eben der große Unterschied ist. Das ist ganz wichtig. Man spricht ja von Prozesshaftigkeit. Also quasi, das kann bei digitalen Spielen wird der Prozess übernommen, während ich bei einem analogen Spiel alles selbst durchführen muss. Es gibt auch die Theorie tatsächlich, die Freiermut aufmacht, dass digitale Spiele oder Computer entwickelt wurden, um diese riesengroßen Wargames mit den ganzen hunderttausenden Plättchen irgendwie noch besser spielbar zu machen, dass das quasi nicht alles der Mensch machen muss. Aber da mache ich noch ganz kurz den Orleans oder soll ich das überspringen, Anna? Ja? Gut. Also Orleans finde ich toll, ist auch eine Analyse in meiner Arbeit, deswegen nehme ich das immer gerne als Beispiel. Ganz kurz, es ist ein Backbuilder, das heißt, wir ziehen aus einem Beutel, der verschiedene Charaktere der mittelalterlichen Ständegesellschaft beherbergt, jede Runde eine Anzahl Chips und diese Chips können wir dann eben einsetzen in verschiedene Gebäude, in Orte. Und da gibt es dann auch den Mönch. Und der Mönch ist toll, weil es ein Joker, das finden wir natürlich großartig. Abgesehen davon kann der Mönch eben auch in ganz bestimmte Orte eingesetzt werden. Und die schauen wir uns einmal an. Kann ich meine... Nee, das funktioniert jetzt nicht. Ah, doch. In die Brauerei. Natürlich, ne? Hier haben wir wieder quasi ein Narrativ. Also sie werden kaum ein Spiel finden, in dem kein Bier, also wo ein Mönch fortkommt und kein Bier. Das ist sehr selten. Und das Zweite, was ich noch viel spannender finde, ist die Sakristei. Wenn Sie den Mönch in eine Sakristei einsetzen, werden Sie von dem nächsten negativen Ereignis verschont, das in dem Spiel auftritt. Und das ist jetzt im Endeffekt genau das, was für mich als Medievist auch interessant ist. Denn das ist genau die mittelalterliche Glaubensvorstellung. Also Sie, oder besser gesagt eine Person, die eine besondere Beziehung zu Gott hat, legt ein gutes Wort bei ihm ein und dafür werden Sie geschützt. Also das ist etwas, wo ich dann sagen würde, hierüber kann man sehr schön Prozesshaftigkeiten von Geschichte abbilden. Und was mich natürlich dann besonders interessiert, war es eigentlich vom Autor tatsächlich so vorgesehen oder ist es einfach nur Zufall? Das kann auch sein. Genau, eine Pest wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ja, und dann bin ich quasi schon durch, in Anführungszeichen, und würde dann Frau Falke übergeben.
Genau, dann werde ich jetzt noch etwas mehr zu spielen, also Exponaten in musealen Ausstellungen erzählen. Machst du einmal direkt die nächste Ja. Folie? Genau, erstmal, warum man überhaupt analoge Spiele als Exponate in Museen verwenden sollte. Als Archäologin muss hier natürlich auch ein Verweis auf Indiana Jones kommen. Da habe ich einmal zusammengeschrieben, sie eröffnen Zugang zu den Lebenswirklichkeiten vieler BesucherInnen. Das ist etwas, womit Museen quasi schon immer zu kämpfen haben, dass an sich häufig einfach nur eine bestimmte Gruppe an Menschen angesprochen werden, eben ein Bildungsbürgertum, was in der Regel auch etwas älter ist, und man eben immer gucken muss, dass diese musealen Ausstellungen auch ein jüngeres Publikum oder eben auch mit dem Zeitgeist gehen und so eben deutlich mehr Menschen ansprechen können. Und durch Spiele können Inhalte eben interaktiv, kreativ und unterhaltend vermittelt werden, was ein größeres Interesse an der gesamten Ausstellung wecken kann. Das ist nämlich etwas, was wir auch mal ganz stark verfolgen wollen, wenn wir Spiele als Exponate einsetzen. Das natürlich nicht einfach nur, weil Spiele toll sind oder Spaß machen in Museen, unserer Meinung rein sollten, sondern natürlich einfach ein Interesse für historische Ausstellungen oder historische Themen einfach wecken sollen und einen leichteren Zugang bieten sollen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und eben dann auch andere Aspekte sich nochmal anzuschauen. Damit eben diese intrinsische Motivation der BesucherInnen gefördert werden soll. Gleichzeitig sind Spiele selber aber auch Kulturgüter, die als solche wahrgenommen und Teil musealer Ausstellungen werden müssen. Denn das ist unsere Grundannahme, dass eben Spiele nicht einfach so entstehen aus einem Vakuum heraus, sondern natürlich immer irgendwelche Vorstellungen, Ideen, Wahrnehmungen unserer Zeit der Autorinnen widerspiegeln und somit eben auch Zeugnisse unserer Zeit darstellen und so auch wichtige Informationen oder Einsichten in historische Themen geben können. Und die dort konstruierte Geschichte gibt einerseits Auskunft über Vorstellungen der Gesellschaft und beeinflusst diese andererseits auch. Das hat Lukas ja auch schon ziemlich deutlich dargestellt, dass eben die Populärkultur unter sich auch immer wieder aufeinander verweist und sich so bestimmte Stereotype auch immer weiter verbreiten. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, sorry, weil du das nochmal gerade ansprichst, weil es so wichtig ist. Geschichtskultur ist eben keine Einbahnstraße. Das ist super wichtig. Also klar, ne, wir haben einmal quasi diese Kultur, die beeinflusst unter Umständen die AutorInnen, aber die Erzeugnisse des individuellen Geschichtsbewusstseins haben natürlich wiederum Einfluss auf das große Ganze der Geschichtskultur. Ja, genau. Dann kannst du einmal bitte zur nächsten Folie weitergehen. Genau, einfach hier noch ein Beispiel aus meiner Zeit im Bibelmuseum. Bibelmuseum, das ist natürlich ein Thema, das relativ weit von der Lebensrealität vieler Menschen weg ist. Auch wenn wir immer noch ziemlich großteils in Deutschland christlich geprägt sind, beschäftigt man sich doch relativ wenig mit der Bibel, sodass ich bei Ausstellungen immer versucht habe, auch zu gucken, dass auch dieser Bezug zu einer großen Bevölkerung gegeben ist. Und wir haben hier einmal das Spiel Gutenberg mit ausgestellt, das eben ja, die Erfindung, Einführung der Druckerpresse unter Johannes Gutenberg spielerisch aufarbeitet. Und hier links im Bild dann das Spiel schön vor solche frühen Inkunabeln, also diese allerfrühesten gedruckten Bücher, die Gegendrucke einmal dargestellt. Und wir haben eben im Museum auch den Nachbau, einen Nachbau einer solchen Druckerpresse, wo man eben ganz schön auch mit dem Spiel Dinge erklären konnte. Nur so als kleinen Einblick, dann bitte noch einmal die nächste Folie. Genau, dann haben wir eben die Ausstellung Mensch, ärgere dich nicht, kämpfende Nonnen, trinkfeste Brüder und geheimnisvolle Klöster im Spiel, die eben von August bis November letzten Jahres stattgefunden hat, und zwar im Museum Abtei Lisborn, also eine alte Abtei, die zuerst ein Nonnenkloster war, ein Damenstift war und dann später zu einem Mönchsorden, Mönchskloster umgebaut wurde und jetzt eben als Museum dient, also wirklich ein historischer Ort, an dem dann eben verschiedene Kulturschätze aus der Region ausgestellt werden. Hier links sehen Sie einmal das Plakat von der Ausstellung, natürlich mit einem spielenden Mönchen. Und eben rechts mit der Ausstellung waren wir auch in verschiedenen Fernsehsendungen. Das WDR hat auch einen großen Beitrag darüber gebracht und in der Mitte eben ein Bild von der Eröffnung, wo eben auch ein Reenactment-Akt mit dabei war aus dem Warhammer-Universum, aus dem Tabletop-Bereich. Dann noch einmal zur nächsten Mein Folie. Lebensziel ist auch erfolgt jetzt. Durch das Bild mit dem Space Marine kann ich jetzt auch beruhigt sterben. Das ist ganz gut. Zu den Zielen, die wir mit der Ausstellung verfolgt haben, wollen wir Ihnen ein kleines kurzes Video zeigen, das eben von der lokalen Presse erstellt wurde. Hoffentlich funktioniert das Abspielen jetzt auch mit Ton. Musik
Brett- und Kartenspiele als seriöse Exponate in einer Ausstellung in einem Kloster? Funktioniert das überhaupt? Na klar, für uns als Museumsmenschen und Ausstellungsmacher bieten Brettspiele auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Chance, mit unseren Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu kommen. Zum einen erfahren wir etwas darüber, mit welchen Vorstellungen diese bereits ins Museum kommen, was sie also schon über Klöster wissen oder zu wissen glauben. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, auf diese Weise sie dort abzuholen, wo sie bereits stehen und ihnen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf spielerische Art und Weise Wissen über das Klosterleben, über Klosterkultur und Klostergeschichte zu vermitteln. Hier in der Ausstellung präsentieren wir verschiedene Spielgenres, das heißt vor allem eben die klassischen Brettspiele, aber auch viele Würfel- und Kartenspiele zeigen wir. Unter anderem begegnen uns als Motive dann in diesen Spielen Klöster, die als Wirtschaftszentren präsentiert werden, in denen es die Aufgabe ist, als Leiter eines Klosters eben an, durch Handel, Produktion und Landwirtschaft das Kloster aufzubauen und zu stärken. Auf der anderen Seite haben wir Spiele, die vor allem mit dem Musterbier zu... Ich überspringe das jetzt, weil ich gerade gemerkt habe, das ist eine Frage, die du nachher noch stellen willst, Anna, oder? Ja, alles gut, das haben wir eh schon. Na gut, okay. Wir Spiele, die vor allem mit dem Motiv des Klosterbiers arbeiten und man die Aufgabe hat, die Produkte zu erwerben und zu produzieren, um eben auch ein Klosterbier zu bauen. Ein weiteres großes Standbein der Klosterspiele sind eben solche, in denen das Kloster ein geheimnisvoller Ort ist. Vor allem das Spiel Der Name der Rose in Anlehnung des Romans und der Verfilmung von Umberto Eco. Vielleicht noch ganz kurz, also diese Bilder, die da sehen, das sind quasi Kunstwerke, die von der einer Schule, ich habe den Namen gerade vergessen, gemalt wurden, quasi Aufgabe der Schülerinnen waren, sie sollen quasi überlegen, was ihrer Meinung nach zum Thema, ja, der Ausstellung passen würde. Und da sind einige ganz wirklich hübsche Sachen entstanden. Ich glaube, sonst können wir das Video jetzt ja auch anhalten. Das ist ja eh schon relativ spät. Dann kannst du, glaube ich, auch zur nächsten Folie übergehen. Also damit haben Sie schon mal so einen Grundeinblick, kleine Einsichten in die Ausstellung bekommen, was da so die Idee auch ein bisschen hinter ist, welche grundsätzlichen Fragen wir uns gestellt haben und eben auch noch die beiden anderen Ausstellungsmacher neben Lukas Boch und mir kennengelernt, nämlich den Museumsleiter Sebastian Steinbach und die Kuratorin Yvonne Püttmann. Aber jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Mach ruhig. Nein, ich fand diese Musik, mir ist vorher nicht aufgefallen, wie Blockbuster-mäßig die Musik war. Das, vielleicht würde man anderen noch mal anders machen, aber tut mir leid. Das war ich fand super. Ich fand schön. Die aber das war schon abgefahren, ja. Sorry. Ja, vielleicht hier noch einmal die Grundgedanken oder Grundfragen, die wir uns eben im Zuge der Ausstellung gestellt haben. Was so unsere Grundideen sind, was wir damit eigentlich rüberbringen wollen, wie eigentlich mittelalterliches Klosterleben im modernen analogen und digitalen Spiel dargestellt wird, welche Stereotypen sich eben finden lassen. Das hat Lukas Boch ja eben auch schon ganz deutlich gemacht. Wir haben einerseits eben als Archetypen Bruder Tuck, der eben als fröhlicher, leicht dicklicher, immer biertrinkender und zu Scherzen aufgelegter Mönch dargestellt wird, als eine sehr positive Konnotation, was ja bei der Kirche des Mittelalters nicht immer unbedingt so gegeben ist, aber man eben in den klösterlichen Orden schon so finden kann. Und dann natürlich auch, wie haben sich die AutorInnen über die Themen informiert? Da haben wir auch eine Videostation in der Ausstellung gehabt, wo Uwe Rosenberg, den Sie vielleicht schon mal vom Namen gehört haben, ein relativ bekannter Autor, das Spiel Bonanza ist von ihm, oder eben auch mit mittelalterlichem Setting dann das Spiel Ora et Labora. Und da haben wir eben ihn dazu befragt,
wie er sich einfach über das Thema informiert hat, wie er überhaupt darauf gekommen ist und wieso er eigentlich glaubt, dass das eben für SpielerInnen auch ein interessantes Thema ist, das sich eben auch gut verkaufen lässt. Dann natürlich, welche Quellen genutzt wurden, wenn man eben solche Darstellungen in Spielen nutzt. Da hat Lukas Boch ja auch schon einige Exemplare von gezeigt. Und was uns diese ganzen Darstellungen in den Spielen eigentlich auch über unsere eigene Gesellschaft, über unsere Zeit, über unsere Vorstellungen sagen können. Da Spiele eben das Thema sind, funktioniert es ja nun mal auch nicht, Spiele einfach nur auszustellen, sondern sie müssen auch gespielt werden, um wirklich ein Verständnis dafür zu entwickeln und eben auch den Spaß dabei mitnehmen zu können. Deswegen haben wir auch ein umfangreiches Begleitprogramm zu der Ausstellung geschaffen mit verschiedenen Spieleabenden, auch mit Autorinnen zusammen und eben auch eine Podiumsdiskussion, die Lukas Boch moderiert hat mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Autorinnen, die dann eben gemeinsam ins Gespräch gekommen sind darüber, wie eigentlich Klosterleben, Geschichte in Spielen dargestellt werden kann und was es da für Potenziale gibt. Und ein bisschen Eigenwerbung muss natürlich auch sein. Zu der Ausstellung wird auch noch ein Sammelband erscheinen. Da sehen Sie rechts einmal das Cover und den Titel von, wo wir eben nochmal von verschiedenen WissenschaftlerInnen, auch einigen, die schon hier in der Vortragsreihe vorgetragen haben, Einige Beiträge tatsächlich. gesammelt haben. Genau, und die sich eben sowohl mit analogen als auch mit digitalen Spielen beschäftigen. Und dann noch einmal eine Folie weiter. Ja, das haben wir ja schon geklärt, direkt überspringen und die nächste Folie. In dem Video wurden ja auch schon die verschiedenen Themenbereiche angedeutet, die wir daraus gearbeitet haben. Klöster natürlich als Orte des Verbrechens und der Geheimnisse, was man eben ganz stark in dem Roman Der Name der Rose von Umberto Eco eben auch findet. Unten in der Mitte sehen Sie auch ein Spiel, das sogar genau danach benannt ist. Und das ist ganz spannend, dass ja dieses mittelalterliche Klosterleben, dieses Leben hinter großen verschlossenen Mauern, wo man gar nicht so genau wusste, was da eigentlich passiert, sich direkt auch ausgemalt hat, dass da natürlich dunkle Geheimnisse stattfinden. Und das ist eben ein Motiv, das man ganz, ganz viel in der Populärkultur und dann eben auch in Brettspielen wiederfinden kann. Und das ist ganz spannend. Also gerade der Name der Rose, Abtei der Rätsel, das Geheimnis der Abtei, das sind alles solche Wortsuch-Rätselspiele, wo man ja, irgendwas wiederfinden muss, einem Geheimnis auf die Spur gehen muss und so ein bisschen ja Mystery-Rätselspiele daraus gemacht hat. Also hier ganz klar, die Mechanik hat eben auch mit dem Thema, mit dem Motiv, das dort erzählt wird, ganz starke Verknüpfungen. Dann würde ich auch direkt zur nächsten Folie übergehen. Ein anderer großer Themenbereich, den wir eben rausgearbeitet haben, sind Klöster als Wirtschaftsorte. Da sind wir auch schon drauf eingegangen. Unten links bei Heaven and Ale sieht man das ganz groß, dass eben Mönche auch immer sehr stark mit Bier in Verbindung gebracht werden. Klöster eben als Wirtschaftsanlagen, die sie im Mittelalter natürlich auch waren, auch in den Brettspielen immer vielfach rezipiert werden. Und das ist eben auch ein ganz typisches Setting für Brettspiele, dass man solche Strategiespiele aufbaut, wo man sich dann eben mit Karten oder sonst wie Aktionen eine solche Wirtschaft aufbauen muss, die natürlich im Laufe des Spiels mal verbessern muss und dann eben am Ende die meisten Siegespunkte haben muss, weil man eben am besten Dinge erwirtschaften konnte. Also auch hier kann man ganz deutlich sehen, dass Thema und Regelwerk stark zusammenhängen. Wenn ich da Und eine Sache noch natürlich zu. der biertrinkende Mönch immer als, das sieht man unten links auch ein bisschen, natürlich immer leicht dicklich dargestellt wird und eher freundlich und positiv die ganzen Darstellungen aufzufinden sind. Dann Wenn ich noch. doch eine Sache ergänzen darf. Ja. Also, weil du es ja gerade eben so schön gesagt hast, also Thema und Setting oder Regelwerk und Setting ergänzen sich hier. Also das ist für uns natürlich auch spannend, also nicht zu gucken, also warum nutzen Autorinnen quasi ein Setting, weil es ihnen vielleicht besonders gefällt, sondern auch die Frage, eignet sich vielleicht das Thema Kloster besonders gut als Setting für ein Spiel, weil es eben Abläufe irgendwie besonders abbildet. Da ist eben im Interview mit Uwe Rosenberg, glaube ich, auch ein paar ganz spannende Sachen zu. Genau. Dann ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen, dass ich größtenteils von Mönchen rede. Und das kann man tatsächlich, ich glaube, im Bereich der analogen Spiele noch viel mehr als im Bereich der digitalen Spiele fassen, dass es eigentlich hauptsächlich um Männerorden geht. Und wenn du einmal eine Folie weitergehst, da haben wir noch einen Einblick in die Ausstellung. Vielleicht kannst du es mit dem Cursor zeigen. Hinten an der Wand haben wir ein Spiel, Nuns on the Run, das einzige Spiel, was wir gefunden haben, das tatsächlich in einem Frauenkloster spielt.
Und das steht eben gegenüber der Masse an Männerklöstern. Also das ist auch etwas, was man ganz klar sagen kann. Nonnen gehen komplett unter im Bereich der analogen Spiele. Lukas Boch hatte ja vorhin schon gezeigt bei Zombicide Black Plague, dass es eben die kämpfende Nonne gibt. Das ist etwas, was man auch viel finden kann, gerade auch so im Bereich der Fantasy, dass Nonnen dort häufig auftreten. Aber ansonsten bei diesen Strategiespielen gibt es so gut wie nie Nonnen. Was natürlich ein großes Manko ist, wo natürlich viel noch nachgearbeitet werden kann, noch viel Potenzial besteht, was dort an Brettspielen noch entwickelt werden kann. Wenn du dann noch einmal eine Folie weitergehst. Ja, sorry. Wir haben uns in der Ausstellung natürlich auch nicht nur mit Brettspielen beschäftigt, sondern eben mit allen Arten von analogen Spielen. Es tut mir leid. Fairbanks ist gruselig. So, jetzt, sorry. Genau. Nämlich zum Beispiel auch mit dem Bereich des Pen and Paper. Also Rollenspiele, die man eben in solchen Regelwerken dann fassbar hat. Und hier sieht man eben auch eine ganz starke Verbindung nochmal zum Fantasy. Das ist Ihnen ja wahrscheinlich auch allen klar. Fantasy-Welten leben einfach nicht ohne Bezüge zur Geschichte und eben ganz stark zum Mittelalter oder zur frühen Neuzeit. Und hier ganz rechts haben wir ein ganz spannendes Exemplar. Das ist ein Pen and Paper im Cthulhu-Universum, aber eben auch ins Mittelalter gesetzt. Cthulhu, die Mythen von H.P. Lovecraft spielen ja eigentlich immer in den 20er, 30er Jahren, aber hier eben auch ganz schön mit ins Mittelalter transferiert. Und natürlich kommt das dann auch nicht ohne Mönche und Klöster aus. Und wenn wir dann noch einmal eine Folie weitergehen, würde natürlich der Bereich der Tabletop-Spiele, eben diese Schlachten, die mit Miniaturen, mit Figuren nachgestellt werden, natürlich auch beachtet. Und hier, das war ganz schön an der Ausstellung, da haben wir eben auch die SpielerInnen mit einbezogen und haben nämlich quasi gefragt, öffentlich ausgeschrieben, dass Leute ihre selbst bemalten Miniaturen oder ihre gebastelten Dioramen eben an uns schicken können und wir sie dann im Museum mit ausstellen, sodass man hier wirklich SpielerInnen auch nochmal einen Raum gegeben hat, dass man deren eigenen Kunstwerke, sind es ja schon wirklich, kann man ja so nennen, auch nochmal ausgestellt werden können. Genau, und ich glaube, dass wir jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz als Fazit. Geschichte im modernen Brettspielstand und Perspektiven. Brettspiele bieten einfach ein großes Potenzial, um die außeruniversitäre Wahrnehmung von Geschichte zu untersuchen. Das gilt genauso für digitale Spiele natürlich auch. Um dieses Potenzial zu nutzen, müssen Brettspiele als Quellengattung ernst genommen werden. Brettspiele sind Produkte ihrer Zeit und erlauben Rückschlüsse auf Werte, Normen und Ansichten und sind damit ja eben auch als wichtige Kulturgüter anzusehen. Brettspiele bieten dadurch eben auch großes Potenzial für die Lehre und natürlich, worauf wir uns besonders auch fokussieren, auf die außerschulischen oder außeruniversitären Bildungsorte, eben auch für Museen und Ausstellungen. Auch im Sinne der Brettspielbranche könnte eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Geschichte in Brettspielen von Interesse sein. Das werden Sie sicherlich auch schon im Bereich der digitalen Spiele weiter erarbeitet haben, dass das eben ein gegenseitiges Nutznießen sein könnte, wenn man eben ja, sich mehr miteinander beschäftigt und eben auch eine wissenschaftliche Beratung bei Brettspielen durchaus etwas ist, was natürlich für beide vorteilhaft ist. Durch die Zusammenarbeit mit HistorikerInnen ließe sich Geschichte vielseitiger in Brettspielen darstellen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Auch, also, ne, worum es uns eigentlich nicht geht, ist zu sagen, zu AutorInnen zu gehen, sagen so, Thema XY dürft ihr nicht behandeln. Also da wäre ich zum Beispiel auch prinzipiell gegen. Es geht vielmehr darum, dass eine Reflexion darüber einsetzt, wie man bestimmte Themen darstellt. Also ich finde es zum Beispiel, glaube ich, nicht sinnvoll zu sagen, es darf keine mehr Brettspiele mehr geben, die das Thema Kolonialismus behandeln. Was es nicht mehr geben sollte, sind Spiele, die das unreflektiert behandeln. Aber ansonsten kommt da auch so eine Art Whitewashing zustande. Genau. Ah, das ist noch wichtig. Ja, da kann ich noch zwei Sätze zu sagen. Wir haben nicht nur Spiele ins Museum gebracht, sondern eben durch ja, ein Netzwerk zu Verlagen und Autorinnen hin, ist auch geschafft, dass das Museum ins Spiel kommt, nämlich in das Spiel Ora et Labora von Uwe Rosenberg, was ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Und zwar wurde da zur Spiel, der größten Messe zu analogen Spielen im letzten Jahr, eine Mini-Erweiterung mit den kleinen Wundern von der Abtei Lisborn herausgebracht. Und hier links im Bild sehen Sie ein Evangeliar, das eben aus Lisborn stammt und mittlerweile auch fast im Museum zu sehen ist. Das ist eben ein ganz besonderes Evangeliar. Wie Sie sehen, hat es da auf dem
Einwand, nämlich so eine Holzdarstellung von der Kreuzigung Christi, was eben was ganz Besonderes ist. Und das haben wir eben geschafft, dass das auch auf einem Plättchen dann mit dargestellt wird. Und unten rechts noch eine Auferstehungsszene von Jesus Christus, das eben auch mit in diese Plättchen integriert wurde, eben auch von einem unbekannten Lisborner Meister. Also Sie sehen, Lisborn hat auch einige Kunstschätze zu bieten. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dorthin zu gehen, auch wenn es die Spieleausstellung nicht mehr zu sehen gibt. Wir haben zum Beispiel die größte Kruzifix-Sammlung Europas. Also es ist weird, aber auch witzig und cool. Genau. So. Das können wir ja fast schon überspringen, oder? Also da würden wir auch nochmal sagen, wie Bordgemisch-Zollen, genau, hier der Research Day. Ja, das vielleicht zum Ende ist nochmal wichtig. Also wir sind halt ein offenes Projekt. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Wir sind aktiv auf Social Media. Wissenschaftskommunikation ist bei uns ganz, ganz wichtig, auch die Zusammenarbeit mit Verlagen. Und wie Lukas Haas auch schon so schön sagt, wir machen sehr viel, aber wir schaffen das eben auch nur, weil wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, mit interessierten Menschen zusammenzuarbeiten. Dieses Feld ist noch sehr unbeackert, da muss noch viel getan werden. Deswegen, ja, nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau. Ja, vielen Dank für den sehr anschaulichen natürlich, sehr breiten, sehr spannenden Einblick in eure Forschung, aber auch in die ganzen Aktivitäten. Ich habe zum Anfang sehr, sehr viel geredet, deswegen rede ich jetzt gar nicht mehr sehr viel. Wir gehen über in die Fragerunde, aber ich will nur eine Sache sagen, also tolles Finale jetzt, sehr toller Vortrag und ich denke, es werden sich Fragen ergeben haben. Bevor wir da hingehen, schließe ich die Aufzeichnung.